So, Freunde, und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Format, beziehungsweise ein Format, das ich nicht Format nennen werde, sondern einfach, wenn ich mal keine Zeit habe, wie heute. Ich werde ab und zu so etwas wie Competitive Build, Pokémon Build, ihr kennt das ja. Einfach, ich erkläre ein Pokémon, seine Movesets, seine Stärken und Schwächen, und ja, bei mir, wie könnte es anders sein, fange ich mit Diggerspeed an. Normalerweise wollte ich so ein Format gar nicht einführen, aber es hat wirklich jeder so ein Format, und ich dachte mir, heute habe ich zum Beispiel überhaupt keine Zeit, denn ich bin seit 2 Tagen richtig krass beschäftigt mit Arbeiten und so weiter. Heißt ja, dass ich mir dieses Format, das wirklich nicht lange Zeit braucht, gar nicht viel mit Schneiden zu tun hat, beziehungsweise Bilder einfügen, jedenfalls in der ersten Folge, werde ich das mal machen. Und ja, wie soll es anders sein? Fange ich mit Diggerspeed an. Also ja, Diggerspeed ist von Typen normal Boden, ist aus der 6. Gen und hat die Fähigkeiten Mitnahme. Keine Ahnung. Und Huge Power. Wir nehmen hier natürlich die Huge Power, da sie diesen Angriff verdoppelt. So, als Item könnte man jetzt mehrere nehmen. Ich nehme hier den Life Orb. Man könnte es natürlich auch Gechoice Bandit spielen oder Gechoice. Nee, eigentlich nichts. Also Choice Bandit würde ich empfehlen. Choice Scarf bringt nichts bei der Init von 78. Ja, wir nehmen hier die Huge Power plus Life Orb, da wir mit dem Life Orb auch auf mehrere Attacken zurückgreifen können. Man könnte es natürlich auch Choice Bandit und dann halt nur auf rohen Angriff spielen, aber ich finde die Life-Up-Variante zum Revenge-Kill mit den Quick Attack besser. Als Move-Pool, ja, dann nehmen wir natürlich erstmal den allerstärksten Move, der Diggerspeed zur Verfügung steht, nämlich Return. Ja, da steht nämlich Power ist nach, ist nach der Liebe zum Pokémon. Also wenn ihr viel mit Diggerspeed auch auf eurer X oder Y gemeinsam hattet, sage ich mal, und diese maximale Power erreicht habt, habt ihr sogar eine Power von 102. Und der zweite Step-Move, Earthquake, hat hingegen nur eine Power von 100. Also Return ist wirklich der stärkste Move, und auf Showdown kann man ja hier einstellen, dass man immer Happiness voll haben will, nämlich 255. So, das waren die ersten beiden starken Step-Moves. Dann kommt eine Attacke, die ich schon erwähnt habe, nämlich den Revenge Kill Quick Attack. Der ist ziemlich stark, den sollte ich nicht unterschätzen. Das ist schließlich wie ein Patronip oder so. Äquivalenz wollte ich jetzt nicht haben, sondern Quick Attack, genau, ist ein ziemlich starker Move, wirklich sehr starker Move, also auf Diggerspeed, natürlich Diggerspeed OP, ich wüsste es. Und ja, zum Revenge Killen oder einfach mal was zum Outspeeden, denn Diggerspeed Initiative, wie wir vorhin gesehen haben, ist nicht die beste. Als letzten Move könntet ihr euch da zwischen vielen entscheiden, unter anderem gibt es hier den Stromstoß, wartet mal, ja, hier Wild Charge, ah, wartet, den könnt ihr gerade gar nicht sehen, hier, Wild Charge. Wild Charge, unter anderem Sword Dance. Wenn ihr dazu kommt, könnt ihr auch einen Sword Dance mal machen, aber ihr kommt da eigentlich nicht so oft dazu, weil Diggerspeed ziemlich schnell gewonnen-hittet wird. Aber wenn's ist, kann man auch den Sword Dance nehmen. Ansonsten sehe ich irgendwelche interessanten Moves eigentlich nicht. Ich bin eigentlich nicht der Fan davon, es zum Beispiel auch mit Agilität zu spielen, was viele machen, weil es einfach die Zeit ist. Diggerspeed ist meiner Meinung nach ein Pokémon, was du einfach schnell angreifen kannst, um wirklich große Löcher ins gegnerische Team zu reißen. Dann, ja, Agilität wäre eine Option sonst. Ja, und mein letzter Move ist immer Stone Edge, da ich den maximalen Schaden rausbringen will und mit diesen Stone Edge auch Pokémon meine ich natürlich, wie Togekiss one-hitten kann. Ganz recht, Leute, ihr habt richtig gehört. Togekiss wird eigentlich immer von einem Stone Edge gewone-hittet. Ja, dann kommen wir zur EV-Verteilung. Da ist klar, dass wir hier 252 sofort in die RTK investieren. Und ja, den Rest könnt ihr dir selber wählen, wie ihr halt wollt, ob ihr den Speed wollt oder die HP. Ich hab's eigentlich immer so, ich kenne jetzt die genaue EV. Irgendwie haue ich immer 252 in den Init, damit ich Pokémon wie Rotom oder Skogro outspeede, die nicht invested sind. Denn es gibt auch Trainer, die ein gewisses Investment in Skogro und Rotom haben, damit sie sowas wie Diggerspeed outspeeden. Also, ihr müsst da aufpassen, wie viel ihr in Init und wie viel HP investieren wollt. Da kann ich euch sagen, da könnt ihr beides wählen. Also, ihr könnt HP und Init, je nachdem, was ihr haben wollt. Also, da lege ich mich jetzt nicht fest. Das Wesen ist selbstverständlich hart. Auch wenn ihr es jetzt auch mit HP-Investment spielt, ihr es hart. Und natürlich hier Spezialangriff runter. Ja, ansonsten, den Shiny ist es weiß. Das sieht meiner Meinung nach nicht so cool aus. Männlich ist es natürlich. Ja, zu den Base-Stats kann man. Ja, ich würde mal sagen, jetzt Endfazit von Diggerspeed. Diggerspeed ist wirklich ein sehr unterschätztes Pokémon. Diggerspeed hat mit Huge Power einen so unglaublichen Angriff und den Investment. Rechnen wir mal nach. So, hier hat es 148. Jetzt kommt Investment. Warte, warte, warte mal.
Ab wann wird verdoppelt, weiß ich gar nicht. Huge Power wird eigentlich jetzt schon verdoppelt. Heißt, wir haben jetzt hier knapp 300. Sagen wir mal 300. 300 plus 30. Da kommen wir auf 330. Also, das ist. Boah, das ist ganz komisch nachzurechnen, Leute. Ich weiß nicht, ab wann verdoppelt wird. Auf jeden Fall tut ein Diggersby wirklich seine Arbeit, sage ich mal. Und ihr solltet es wirklich, wenn möglich, ins Team nehmen. Nicht umsonst ist es mein Signature-Pokémon. So. Ja, das war's mit der ersten Folge, Leute. Es wird natürlich noch bei näheren Folgen ein Design geben. Ich werde hier alles drum und rum ein bisschen verbessern. Das war heute einfach nur mal so schnell, damit ich ein Video habe, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Aber ich habe mir natürlich Mühe gegeben, euch Diggersby auf den Weg zu geben. Und ich hoffe, ihr setzt es auch mal ein. Ja, und das war's auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich wie immer für euer Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir gerne Pokémon rein, die ihr mal vorgestellt haben wollt. Aber ich denke, es gibt so viele Formate, in denen Pokémon erklärt werden sollten. Ich denke, ihr habt jedes Pokémon schon mal gesehen. Naja, trotzdem sage ich danke fürs Zuschauen und ciao.